jupp.berlin, das Jugendportal für Berlin. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken im Rahmen der Jupp-Sommeraktion zum Thema Wahlen 2016 folgendes Video präsentieren zu dürfen. Denn Wahlen sind wichtig, ja. Wir haben nämlich das Glück, unsere Regierung selbst bestimmen zu können. Und deswegen sollte man das Wahlrecht auch wahrnehmen. Vor allen Dingen die junge Generation. Auch wenn man sich mit 20 nicht mehr so danach fühlt. Mitentscheiden ist wichtig. Noch besser zu wissen, für was und warum. Es gibt verschiedene Punkte, die in den jeweiligen Programmen der Parteien besprochen werden. Ich möchte euch heute gern einen Überblick über einen Schwerpunkt geben, bei dem ich mir denke, warum ist das überhaupt noch Diskussionsgrund? Egal, auf jeden Fall, das Thema ist Gleichberechtigung Homosexuelle. Warum ist das eigentlich immer noch Thema? Ganz einfach, weil sie immer noch nicht existiert. Es gibt viele, viele Beispiele dafür. Jetzt in diesem Video möchte ich nur kurz eines anreißen, Stichwort Homo-Ehe. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis über dieses Thema spreche, wird oft deutlich, dass viele, viele Menschen noch davon überzeugt sind, dass homosexuelle Paare in Deutschland legal heiraten dürfen. Was aber nicht so ist. Homo-Ehe bedeutet nichts weiter, als dass gleichgeschlechtliche Paare in sogenannte eingetragene Lebenspartnerschaften gehen dürfen. Das heißt nichts anderes, dass im Vergleich zur Zivilehe sie zwar die gleichen Pflichten haben, aber mit weniger Rechten ausgestattet sind. Natürlich muss man einräumen, dass sich hier in Deutschland im Vergleich zu Nigeria oder Irak, in denen für Homosexualität noch immer die Todesstrafe verhängt wird, viel, viel getan hat. Aber man muss auch in den Kontext gucken. Wir leben hier in einer ach so zivilisierten, westlichen, offenen Welt. Ich kann nicht glauben, dass man immer noch über Sachen wie Gleichberechtigung, die im Artikel 3 des Grundgesetzes festgelegt sind, debattieren muss. Ich meine, wir haben das Jahr 2016. Das einzige Gegenargument, das ich gefunden habe, ist schlicht und ergreifend, dass es die Gefühle, / das Weltbild von konservativen Menschen verletzt. Sie soll eine größere Toleranz wachsen, wenn selbst das Gesetz suggeriert, dass Homosexuelle anders behandelt werden dürfen. Es behindert doch jegliche Entwicklung von Offenheit und Toleranz. Die Jugend ist an sich schon eine unglaublich intensive Phase, machen wir uns da nichts vor. Und Liebe mit das Schönste und ihre Abwesenheit das Schmerzhafteste auf der Welt. Und wenn sich junge Seelen schon am Anfang ihrer Entwicklung aufgrund ihrer von Natur aus gegebenen und wunderschönen Fähigkeit zu lieben verstecken müssen, nur weil der Mensch das gleiche Geschlecht hat, dann erzähl mir mal einer, dass dieses Grundgerüst von jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit nicht in Wirklichkeit bröckelt. Was das angeht, Gleichberechtigung gesetzlich festlegen, es zu einem absolut berechtigten Teil unserer offenen Gesellschaft etablieren und vom Grunde auf das Gefühl zu vermitteln, hey, es ist vollkommen okay zu lieben, wen auch immer du willst. Du darfst heiraten, wen du willst. Du darfst Kinder haben, mit wem du willst. Und ja, du musst auch Steuern zahlen für denjenigen, den du liebst. That's it. Es gibt divergierende Meinungen der Parteien über dieses Thema, um ganz nüchtern aufzuklären. SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke sowie die FDP fordern die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und setzen sich auch in verschiedenen Maße, mehr oder weniger natürlich, für die Gleichberechtigung ein. Die Piratenpartei hingegen verfolgt ein komplett neues Konzept. Die gesamte Abschaffung der Ehe, also quasi sollten wir alle nur noch in eingetragenen Lebenspartnerschaften leben, aber dies unabhängig von Geschlecht und von Anzahl der Menschen. Die CDU, CSU lehnt eine Öffnung der Zivilehe für gleichgeschlechtliche Paare ab. Grundsätzlich erklärt die CDU aber, dass man gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu respektieren habe. Sie erkenne an, dass auch in solchen Beziehungen Werte gelebt werden, die grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Beim Thema Adoption hört diese Toleranz hingegen auf. Aber wie heißt es so schön? Ihr habt die Wahl. Jupp.berlin, das Jugendportal für Berlin.